Gestern Abend gab es einen neuen Sims Delivery Express, der völlig unerwartet neue Schulsachen und ein damit verbundenes kleines neues Feature hinzugefügt hat. Alles dazu in diesem Video. Beinahe aus dem Nichts haben die Entwickler gestern Abend ein neues kleines Paket an Objekten für den Baumodus in The Sims 4 hinzugefügt, die einen Schulbezug haben. Nachdem die Highschool-Jahre-Erweiterung im Jahr 2022 die Community in manchen Punkten nicht überzeugen konnte, wollten die Entwickler hier wohl noch den ein oder anderen Inhalt zusätzlich ergänzen. Jetzt aber zu den neuen Sachen. Hier steht als erstes dieser neue Rucksack und eine Lunchbox in ein paar bunten Farben bereit, mit denen ihr eure Wohnung oder das Kinderzimmer dekorieren könnt. Der Rucksack ist nicht ganz neu, er hat lediglich ein paar neue Farben bekommen. Ebenfalls hinzugefügt wurde diese Toilettentür mit einem Symbol auf der Vorderseite, welche aber auch eine abgewandelte Version eines bereits vorhandenen Objekts im Spiel ist. Hier ist nur das Symbol auf der Tür anders. Als letzte Neuerung gibt es jetzt noch ein Set an vielen kleinen Symbolen für die Wand in zwei unterschiedlichen Farben und jeweils rund sowie eckig, welche ihr platzieren könnt. Ein Feuerlöscher, Mülleimer-Symbol oder Notausgangsschild, Pfeile und vieles mehr wurden hier hinzugefügt, die besonders auf öffentlichen Grundstücken Sinn machen. Besonders spannend ist aber die Funktionalität, die hinter dem Rucksack und Lunchbox stecken. Die Rucksäcke dienen als Aufbewahrungsmöglichkeit, in der ihr Dinge verstauen könnt. Aus der Lunchbox könnt ihr, wie es der Name vermuten lässt, einen kleinen Snack oder ein Getränk entnehmen und diese im Inventar verstauen. Wenn eure Sims unterwegs also mal Hunger haben und kein Essensstand in der Nähe ist, können sie trotzdem einfach etwas essen. Was denkt ihr zum neuen Sims Delivery Express? Freut ihr euch über die Kleinigkeiten oder hättet ihr euch mehr über andere Inhalte gefreut? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.